So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe den Daumen dabei. Wie immer, guten Tag. Und wir gucken uns heute an Ferries, UB Ferries gegen Buck-Chain-Combo. Ja, das ist mal so Meter off Meter, 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 Meter off, wie es nur geht. Ich finde es großartig, alleine daher, dass es halt wirklich dafür sorgt, dass wir sehr interessante Decks hier on Stream haben. Ferries hier ganz viel, sehr hart an diese Modernisten auch, aber auch so ein bisschen Oldschool, oder? Ja, so ein bisschen Oldschool. Der hatte auf jeden Fall hier Dings drin. Hier, wie heißt nochmal die Enchantment? Die Tribal. Bitterblossom. Spellspaller Strides, Vendilion Clicks. Die Rogue-Sachen hat er mit drin. Ja, ganz stimmt. Cool, wirklich. Und tatsächlich, was mich am meisten überrascht hat, waren die Opposition Agents. Ja, die haben mich auch mal überrascht. An sich halt ein Mega-Deck, auch mit den Wutervolt, ne? Also ja. Dann sieht man sie halt auch nicht mal nur in Mehrvolk. Das ist korrekt, das ist korrekt. Das ist Bomb. Auf der anderen Seite Buck Chains, haben wir jetzt schon öfter gesehen, gerade bei uns in der Meta, sehr beliebtes Deck. Ja, Chain of Smog-Kombo, ne? Ja, Chain of Smog-Kombo, vorher schön hingehen, alles runtergrinden. Und das ist eine Fairy. Mhm. Die Fairy gibt eine +1/+1 Marke, wenn ein anderer Rogue ins Spiel kommt, glaube ich. Ja, yep, und wenn die dem Spieler Kampfschaden, eine Kreatur mit einer +1/+1 Marke Spieler Kampfschaden zufügt, muss er eine Karte abwerfen. Das ist strong. Ja, yep, so strong, dass Buckchains sagt nein. Okay. Ja, vor allem, wenn man halt wirklich nicht weiß, was das Deck tut, kann das einen natürlich schon hart überraschen, was da halt abgeht, richtig? Ja, das stimmt schon. Also das war halt, ich habe gegen den auch gespielt in der letzten Runde und war halt auch teilweise echt so, okay, die Karte hast du irgendwann mal im Casual gesehen. Was macht die hier am Legacy-Tisch? Ja, und es funktioniert halt trotzdem. Also gerade so Tribal-Decks können halt mal wirklich, wirklich eine Klatsche mitgeben. Ja, so Synergy-Decks, gerade halt, wie gesagt, Tribals, das ist schon ordentlich, was ja. Die da teilweise rausholen. Ja, das stimmt. Vom Matchup her? Boah. Was glaubst du? Buck Chains kann halt einfach mal Combo machen. Hm. Wobei Ferries eine Menge Counter-Spells hat, wa? So viele gar nicht. Ich glaube nur Force. That's it. Ja, und die Spells war das right. Ja, okay, das und stimmt. Und wieder mal Daze. Ja, aber ich glaube, in der Liste tatsächlich nicht. Das ist eine Sylvan Library aus dem Commander Legends Green. Also Spellbook Green. Genau, Spellbook Green, genau. Ja. Spellbook und dann diese, die andere Plätze. Finde ich tatsächlich ja, richtig schönes Artwork. Ja, finde ich auch. Finde ich immer interessant, dass die hier trotz Force, ganz hinten müsste da ein Force sein, oder ist das ein Brainstorm? Ja, ich meine, da wäre ein Force gewesen. Das ist safe ein Force. Force und Brainstorm. Deswegen, also das wäre ich ja fast schon überlegt gewesen. Oh. Ich habe auch schon mal die Aussage gehört, wenn du eine Library forst und verlierst, dann hättest du wahrscheinlich auch verloren, wenn sie nicht geforst hättest und so. Okay, auf der anderen Seite, Ferries baut nicht so schnell Druck auf, wie man glaubt. Zumindest in den Spielen, die ich mitbekommen habe gegen mich. Und dann kann man sich das schon überlegen, weil wenn man eh weiß, dass man ein langes Spiel hat. Das stimmt allerdings. Hier wurde eine Karte genommen. What? Das ist gegen den Agro-Deck. Gut, ich meine, das Agro-Deck macht aktuell nicht viel. Nö. Entweder war es Müll oben drauf oder Zeug, was man brauchte. Ich würde mit dem Fetchland eher davon ausgehen, dass es Zeug, was man braucht. Hier gibt man End of Turn Fetchen. Ja, es gibt ja ein paar Flashy-Kreaturen, die da drin eigentlich sind. Wunderschöne Landbase. Ja. Sehr, sehr hübsche Landbase. Aus Ursas muss es sein. Ja, ich glaube auch. Und da wird ein Typ geflasht. Ja, wie war das nochmal? Ferries oder Rogues sind uncounterbar? Auch Rogues. Rogues sind uncounterbar oder unblockbar oder sowas? Nee, uncounterbar. Okay. Da ist ein Abrupt Decay auf der Hand. Jo, das heißt, der wird wahrscheinlich nicht so lange leben. Ja, da ist noch eine Insel. Ich glaube, da ist ein Brainstorm, okay. Ich glaube, auf der Hand ist noch ein... Da ist eine Fairy, da ist ein... Sudden Edict. Ist ein Eliminate und ein Brainstorm. Genau, ein Eliminate und Brainstorm. Ich glaube, das Einzige, was in dem Deck nicht drin ist, ist Discard. Kann sein.
glaube, das ist die Ferry, die schon mal zerstört wurde. Ne? Theoretisch über die Rogue Ferry. Theoretisch ist da das Cut drin. Ach ja, stimmt. Oh. Ja. Aber echt ein richtig schönes Deck. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite muss man jetzt halt auch überlegen, wenn wir jetzt in so einen Bereich kommen, wo halt Mutavault Beatdown mal Ende machen kann, ja, warum wird da nicht die zweite aktiviert? Vielleicht, wenn man noch irgendwann spielen will. Wird Go gesagt, okay. Hm. Da wird von oben weggefetcht. Ich meine, man kennt eine Karte. Das heißt, man hat diesen frischen Dreier-Look. Das ist gut. Das ist halt die Frage, ob man jetzt schon die Combo auf der Hand hat. Mhm. Aber mit dem Eliminate und dem Sudden Edict auf der Hand passiert da halt nichts. Das ist eine Chain. Tropical. Hm. Genau, und hinten eine Chain. Aber noch keine Prentice, glaube ich. Und selbst wenn es slammt, man die halt ja nicht auf. So, man will ja tatsächlich mit dem Bug Chain Deck wirklich runtergrinden, dass beide Spieler nichts mehr haben und dann über einen Combo Finish gewinnen. Oh. Das ist ja das Interessante dabei. Da kommt schon mal die Thoughtseize. Ja, ja. Das passiert halt einfach, würde ich behaupten. Das sehe ich auch so. Gerade weil man die Mutter wollte und nicht eine Insel gelegt hat. Bei der Insel können wir jetzt den zweiten Brainstorm vorher. Ja. Aber so... Ich meine, du kannst ja jetzt so gerade nichts machen. Außer du forst das. Aber oder man hat vielleicht eine Flash-Kreatur. Man überlegt, ob man die Kreatur jetzt reinflashen möchte. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die schwarze Fairy Flash hatte. Das kann ich dir auch nicht sagen. Wenn wir eventuell das sehen. Ist Shadowmoor Eventide gedöns. Da haben wir alle Pause gemacht. Ja, das habe ich aber nachgeholt. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Uff. Die ka-ching, wird echt geforst. Ka-ching, ka-ching. Und noch ein Discard. Uff. Uiuiui. 3-1. Der war... Aua. Der tat weh. Ja, kriegst du Doppel-Discard daraus, ne? Ja, ne? Der tat auf jeden Fall weh, dann würde man auf jeden Fall... Ich hätte das Eliminate, genau. Ah ne, das Eliminate targetet auch. Das Eliminate targetet und auf das Edict kannst du nicht reagieren. Ja, das stimmt. Das war schon okay, das Edict zu nehmen. Da ist noch eine Chains, da ist ein... Ist das ein Fetch, ne? Ich sehe das gerade ganz schlecht. Das sieht aus wie ein Fetchland, ja. Nee, auf der Ponderhand. Glaube ich, kannst du in Fetchland. Man hat doch schon eine Chains auf der Hand, oder? Ja, man Chains hat man schon auf der Hand. Gut. Da überlegt man nicht nochmal, ob man eine zweite Chains nimmt. Zweite Chains wäre hier, glaube ich, dann nicht gut. Das wird wahrscheinlich geschaffelt. Jawohl, wird geschaffelt. Einmal weg in den Schrott. Ja. Schaffeln ist immer noch besser als Random Draw. Ja. Ansonsten. Ich meine, es erklärt, warum jetzt mit dem Mutterwort nicht angegriffen wurde. Ja. Heißt aber auch, die Insel, die wir gesehen haben, ist irgendwo auf dem Deck, weil ich war, glaube ich, kein Fetchland unterwegs. Bisher glaube ich nicht. Nee. Man kann halt auch noch Mutterwort Beton gehen. Ja, ist auf jeden Fall eine Idee, weil der Bug spielt der außer Decay und Dings noch. Trophy vielleicht. Ja, aber die sagen alle Non-Land permanent. Trophy sagt auch Land, aber stimmt. Trophy kann generell immer zu Horn, das macht nicht einen Unterschied. Ja, das stimmt. Da ist schon wieder diese schwarze Fairy auf der Hand. Das ist die Frage, spielt man die? Force, da ist ein Baleful Strix. Und ich glaube ganz unten aus dem Fetchland. Fetchland oder irgendwas? Fetchland oder Endurance? Das sind so die zwei, wo ich gerade so hin und her danke. Auf jeden Fall ist ein Fetchland auch auf der Hand, eine Chains auf der Hand und die letzte Karte. Man ist relativ weit runter gegrindet. Man könnte, glaube ich, hier wirklich... Ah, das ist ein Apprentice. Man überlegt, glaube ich, hier, ob man den Apprentice nimmt. Oh. Man könnte jetzt... man könnte jetzt viel Leben bezahlen. Das Force nehmen. Nee, macht man nicht. Macht man die nicht. Frage, hat man die blaue Karte zum Pitch auf die Hand? Nee, man hat den Belfort Strips. Stimmt. Also ein Uro, oder? Ja.
einmal den Hugo. Jawohl. Drei Leben kriegen. Das macht Spaß. Land droppen. Fetchen gehen. Strix spielen. Hm. Da bin ich mir nicht sicher, ob man nicht bei zwei Handkarten wirklich hätte jetzt auf die Combo gehen können. Nee, hätte man nicht. Wenn der Gegner weiß, was er tut, dann discardet man Force und Pitch. Und danach eliminiert er erst. Stimmt, ja. Sonst hast Deswegen hast du aber das Problem mit Force für die Combo. Die Combo ja nicht wirklich beschützt, es sei denn, der Gegner weiß nicht so gut, was du tust. Ja, true. Da ist die Insel. Mit der Insel könnte man jetzt. Nee, immer noch einer. Immer noch ein einziger lausiger Mutterworld-Hit. Also die schwarze Fee, die discardet, hat keinen Flash. Okay. Ja, die ist aktuell auch in der Hand. Ich glaube, hier wird überlegt, ob man sie spielt. Jetzt ist halt die Frage, wieso man die generell gehalten hat jetzt. Aber okay, die willst du wahrscheinlich... Eliminate. Man weiß nicht, was der Gegner tut. Ja, und wahrscheinlich, weil du noch das Payout danach direkt haben willst. Ja. Ha. Vermutlich. Man hat ja bei der ersten Fairy gesehen, was passiert ist. Ja. Aber hier kommt die Fairy. Die mit Hybrid-Mana ist übrigens die Cunning Nightbounder. Mhm. Flash und Spells mit Flash kosten einen weniger und können nicht gecountert werden. Ah, mit Flash. Okay. Also nice. Ganz was anderes, als wir gedacht haben. Ja, nice. Das ist halt, wenn man halt wirklich nicht viel weiß, was die Karte tut. Da wird die Balefostrix gegen den Land geopfert. Zwei Mana, Draw Card, Strip Mine. Finde ich okay. Würde ich auch spielen. Da ist ein... Oh mein Gott, da war, glaube ich, ein Thoughtseize. Thoughtseize wäre natürlich jetzt der Hammer. Tatsache. Ja. Die wird hart geslammt. Dann geht das Eliminate drauf. Und dann eins. Ja, wird da schon zitternder so und ganz, schneller. Ganz schnell einen Zitterich gehabt. Genau. Und die Combo ist bekannt. Es ist sogar bekannt, dass die Combo gespielt wird. Das heißt, hier wird Fairy vorher schon mal gewusst haben, was Buck Chains Combo tut. Jo. Und es vielleicht schon mal gesehen haben. Und dann machen die Play-Patterns auch viel, viel mehr Sinn, was Fairies da gemacht hat. Mhm. Weil es ja weiß, wie Buck Chains gewinnt. Das stimmt. Genau. Hier wird nochmal genau durchgerechnet, wie. Ansonsten, Sideboarding. Ich habe gerade schon Black Engineer gesehen. Jo, Black Engineer of Fairies, ne? Ja. Das ist ziemlich gut. Fairies boardet echt eine Menge rein. Torben kann dann theoretisch auch, wenn er nicht noch mehr im Sideboard, wenn er mehr im Sideboard hat, Veils. Ich würde wahrscheinlich eher die Forces rausnehmen. Die sind halt echt nicht so geil in dem Matchup, oder? Ich meine auch. Veils rein, Force ja, raus. Ja, Veils rein, Force raus. Genau. Wenn er hat. Ja, ja, plus er Black Engineers. Gut, Fairy sucht noch ein bisschen. Aber Fairy hat auch eine Menge, was da draußen reingeht. Uiuiuiui. Ja, da ist... Ich glaube, ich habe ein Back to Basics gesehen, was ich darum sehr, sehr hart feiere. Das wäre natürlich ein bisschen schlecht für unseren Buckchain-Spieler, der so, wie viele Blue Worlds? 7? Ja, Wastelands sind seine Freunde. Ja. Genau, einmal Pile shoveln. Wastelands und Bloodshoveln. Und dann nochmal richtig schön Mesh shoveln. Perfekt. Wird auch schön gezeigt. Gut, auf der anderen Seite. Ich glaube halt, nach dem Sideboarden kann Fairies halt viel reinnehmen, um das zu disrupten. Ja. Aber ist Fairies gut genug, um alleine den Bug-Beatdown-Plan, Midrange-Plan aufzuhalten? Ich glaube halt eher nicht. Ich glaube halt, dass es nicht wirklich für Fairies halt so ein Uro aufzuhalten. Du musst dich halt um die Combo kümmern und um Uro. Ah, Scry 2. Okay. Also auch so eine Fairy, die Scry 2. Ich guck mal kurz in die Regie. Ja, guck mal kurz in die Regie. Fairy halt Seeker, so. Flying Scry 2 für ein Mana. Ah, okay, sehr, sehr gut. Stimmt, du kannst ja nachlesen, ob die Goldfisch. Ja. das ist natürlich immer wieder schön. Das ist das Schöne bei den Decks, die wir so haben. Zwei Hellbreacher unten. Oh, Back to Basics, oh mein Gott. Ja, ich gehe mal von außer Back to Basics hier in den Müll. Yep, das, ja, und du kannst auch schon fast auf den Brainstorm gehen. Der hat kein Land. Ja, aber er hat oben gelassen. Das kann natürlich je sein. Je nachdem, wie viele Basics oder Fetches halt Buck Chains jetzt in der Hand hat, das entscheidet so ein bisschen. Wenn es zwei Fetches sind auf der Hand oder so, dann kann man das mal riskieren. Wenn das jetzt aber wirklich... Also, ja, da wird auch schwer überlegt. Ist auch nicht einfach. Ja,
By the way, immer wieder lustig, wenn ihr die Decklisten zu den Matches sehen wollt. Gerade zu denen, wo noch kein Deck-Tag zugelaufen ist. Ich weiß, Buck-Chain-Kombo kommt demnächst. Oh, Brains noch mitgenommen. Könnt ihr eure MTG Goldfish gucken. Die meisten sind in der Fishkick-Series gelistet, zumindest die neueren. Jo. Weil wir die eigentlich immer an dem Turniersamstag, wo wir Legacy spielen, aufnehmen. Und selten am Freitag, wo wir keine Decklisten haben. Hauen für eins. Hauen für eins und man hat jetzt tatsächlich eine Spellspotter Sprite für zwei auf der Hand. Uff. Das ist gut. Da wird stehen. Man könnte hier den Brainstorm einfach countern. Du nicht. Und du kriegst sogar einen Beater. Das ist halt das Schöne am Spellspotter Sprite, deswegen wird der auch manchmal Ninjas gespielt. Genau, Ninjas ist der auch richtig cool. End of Turn reinflashen, wieder auf die Hand nehmen. Jada. Das ist ein Fetch direkt. Hm. Das sieht aber schon sehr. Oh. Ja, ich glaub, man kann do or die. Okay. Full basic. Non-basic. Ja, du kannst halt ich weiß nicht, ob er eine Abrupt oder so auf der Hand hat oder sich einfach die zwei Farben. Obwohl, wenn jetzt nächste Runde, dann muss er schon schwer Eier haben. Brainstorm. 2-3. Boah. Das ist kein Ponder, ist ein Brainstorm. Ja. Da war, glaube ich, ein Sumpf. Ein All-Text-Sumpf. Die kann man ja leichter erkennen. Ja, ich liebe es, dass sie sie spielt. Da war auf jeden Fall ein Apprentice auf der Hand. Go. Und der Go. Wenn jetzt halt ein Land von oben kommt into Back to Basics, ja, ist das okay. Brazen. Ja, ansonsten kann man ja auch mal für 4 zuhauen. Aber nur für 2. Jo. Dann noch eine Spells. Dann irgendein Instant auf der Hand. Hat den Brazen. Hat den Brazen für Bounce, klar. Easy peasy. Fetch. Mehr Duels? Braucht das Land? Ich glaube, mehr Duels braucht das Land. Ich glaube, ich würde jetzt auch auf nichts anderes gehen. Nee, man hat es ja jetzt schon. Also man ist ja jetzt schon all in auf die Dinge. Du könntest halt hoffen, dass du auf ein schwarzes und auf ein grünes und ein schwarzes kommst. Ja. Also könntest du jetzt halt den Forest reinnehmen und dann halt deine meisten deiner Fetches dürften ein schwarzes suchen. Und dann hast du zumindest ein Basic, was enttappt. Okay, kann man machen. Ich sehe es halt auch in dem Hintergrund, dass du Back to Basics dann im Zweifelsfall einfach Decayen oder Trophy kannst. Ja. Ja, das war hier wird eine Insel. Blau ist okay. Das ist die Farbe, die ich am wenigsten erwartet habe, tatsächlich. Ja, okay, halt von Cantrip, aber der bringt dir halt auch nichts. Ja, okay, du hast ja trotzdem. Fetchen kannst du ja trotzdem, weil ist ja kein Blood Moon. Genau, es ist kein Blood Moon. Uff. Da kommt der Apprentice. Nee. Go. Ja, Bounce. Dann passiert. Ups. Da waren die Magic-Karten zu schwer für den Boden. Da waren die Magic-Karten zu schwer für meinen Schrank, ja. Da ist das Fetch. Fetch auf Sumpf, Back to Basics, Slammern. Ich würde jetzt auch einfach hart auf den Sumpf gehen und dann... Ja. Oh, ja, man hatte die Chain auf der Hand. Ah! Ja, man hätte halt nächste Runde dann einfach Chain gehen können. Aber dafür hätte man auch den Sumpf. An den Sumpf konnte man nicht suchen. Man musste den Forest suchen. Man hätte aber, wenn man den Forest gesucht hat, hätte man ein Duel laufen lassen können. Ja. Und ich glaube. Schwierig. Ich glaube, es ist eine sehr schwierige Entscheidung und sie ist sehr, sehr close. Ja, da wird jetzt halt einfach Back to Basics reingekommen. Könnte jetzt Spellpierce oder so auf der Hand sein? Nee, es ist nicht. Man hat ein Land. Blaues Ponder. Sucht man sich Fetchland, Trophy. Endurance auf der Hand. Echt, man hat Endurance? Klar. Ja. Die hat Reach. Ja, zum Block. Irgendwann zum Block. Ja. Also, ich dachte auch gerade so, Friedhofs, was? Aber ja, man braucht ja was zum Blocken. Klar. Ja, ist halt ein 3-4er, der ist schon ziemlich fett. Und da sind keine, es gibt ja, gibt's Fairy Lords? Die blau-schwarze Leech. Die ist ein Fairy. Ja, die gibt's auch, aber es gibt auch tatsächlich eine Fairy Lord, soweit ich weiß. Huh. Und es gibt natürlich die allgemeinen Lords, die einfach generell für die Autonatom oder wie die Automatum oder wie die heißen. Ach so, ja. Wo man einfach beliebige machen kann. Auf jeden Fall das Fetchland genommen. Da muss man jetzt gleich auf Schwarz gehen, definitiv. Ja.
Oh, das wird jetzt, das wird eng. Das ist eine Insel. Das ist natürlich richtig gut für. Oh, ist das Venedig? Ah, nee. Ich dachte gerade, das wäre Venedig. Das Apakland oder ja, was? Ja. Das Euroland, Matze. Ja. Oh, das stimmt. Jetzt kann man die, jetzt ist die Mutterwold auch aus auf. Ja. Fetch, fetch. Boah, das wird jetzt aber schon eng, du. Das wird verdammt eng. Vor allem, wenn man jetzt überlegt, da liegen halt schon theoretische 5 Damage an Bord. What? Ja, wenn du Back to Basics loskriegst, kannst du das machen. Aber auch schon, das ist schon... Er musste auf das gehen, weil es 2 Ding waren. Ja, stimmt, weil es 2 Polite waren. Oh mein Gott, man geht auf den Black Engineer Ferry. Uff. Das ist böse. Auch strong. Das auch sehr, sehr strong. Aber da ist auf jeden Fall noch ein... Okay, das ist wirklich gut. Da hat man ein... Hull Breacher, okay. Das sind halt nicht. Draw. Wow. Da ist ein Brainstorm und noch ein Hull Breacher. Ich weiß gar nicht, musste man jetzt auf Ferry gehen oder hätte man auch Rogue ansagen können? Da die Spells bei der Sprite draußen sind, die sind, glaube ich, keine Rogues. Ne, die anderen, die Ein-Mana-Ferry, die da lag, ist auch noch eine Ferry, ja. Wizard. Also man sollte schon auf Ferry gehen, das ist schon okay. Hätte auch Wizard ansagen können, die Stealth Spider Sprite ist auch ein Wizard. Ja, aber dann hätte man den Rogue im Exile aus dem Ding nicht gehabt. Weil der ist ja immer noch im Exile. Stimmt. Auf Adventure. Ja, der ist halt immer noch eine Gefahr. Der macht noch eine große Hafenrundfahrt. Boah. Das ist jetzt schon... 2 Karten zurück. Dann lässt man den Gegner eine Kreatur abfahren. Ich glaube, die Karte ist auf der Hand. Man haut für 3 rein. Ah. Hopp. Ah. Dann enter, wow, blau, schwarz. Das ist strong. Das ist richtig strong. Oma hat, glaube ich, sogar noch ein Duel. Man hat gerade eine Karte gezogen, trotz Black Engine, trotz Hull Breacher. Ja, der ist natürlich doof. Die legt man zurück und dann kommt da so ein Ding und dann ist das okay. Ja, und dann kriegt man erstmal noch einen auf den Sack. Dann kriegt man noch einen auf den Sack vom Judge und kriegt noch ein Warning und dann geht's weiter. Da die Karte nie gesehen wurde, sondern direkt runtergelegt wurde, ist das okayisch. Nicht sauber, aber okay. Wenigstens wurde es gesehen. Jetzt ist die Frage. Kann man damit jetzt End of Turn noch irgendwas machen? Man hätte End of Turn halt noch Mana damit gehabt, so. Ah, man hatte den oben drauf. Ach, den Sudden Edict, ja, der ist jetzt natürlich richtig ätzend. Ja. Da musst du theoretisch gleich auch schon mal den einfach mal irgendeinen Angriff tot blocken. Also mal irgendwas reinschmeißen. Ja, man hätte den Sudden Edict auf den Cast der Belfrost-Tracks machen können. In der Hoffnung, der Gegner durfte eh nichts ziehen. Dann hätte man aber auch nicht mehr die Ferry spielen können. Ja, doof. Gucken, was er opfert. Ja. Ich glaube, hier nimmt man die Ferry. Nimmt man hier die Belfur? Das ist schon schwierig. Hat beides Death Touch, also. Ja, aber. Ja, der andere hält dir halt den 3-1er vom Hals. Yes. Und du hast nicht so viele Leben. Wollen sie? Wollen sie? Enter, draw. Aber blau-schwarz sind halt. Oh, fetch. Kann jetzt echt passieren, dass hier Dings regelt? Oh, ich hab grad so ein. Wieder auf ein Duel. What? Ja, man hat kein Basis mehr drin. Auf den Forest kommt man nicht. Ne, muss das nehmen? Man kann jetzt halt den Apprentice spielen. Und nächste Runde einfach chainen. Ja, nee, ja doch, stimmt. Das funktioniert nur. Spellspotter Sprite. Okay, der macht nichts. Doch. Nein. Nein, der macht nichts, weil er nur einen Ferry an Bord hat. Stimmt, nur einen Ferry auf dem Board. Der Dings zählt nicht. Genau. Er hätte allerdings fetchen können und die Motorbolt aktivieren können. Ja. Dann wäre aber der Fetch raus. Und die Mutterholt-Angriff. Aber der Spellspotter Sprite hätte den Prentice so zumindest nicht machen können. Aber es wäre möglich gewesen. Sagen wir, es wäre möglich gewesen.
Da kommt ein neuer. Der tut weh, weil man darf ja auch die aktivieren, wenn nicht. Und dann ist auch Oberring. Ist die Frage, ob das überhaupt noch was geändert? Es hätte nichts geändert. Man hätte das nur sauberer spielen müssen, indem man die Mutter wohl aktiviert. Man hätte ein Leben verloren. Ja. Man hätte eine andere Karte gezogen. Ja. Das hätte was sein können. Aber prinzipiell gab es da die Lösung für. Ist natürlich, wie gesagt, unsauber. Als Baseball Sprite halt wirklich nur für die Ferries on board zählt. Ja, und die Dings. Und Meervolk sind bekannterweise keine Ferries. Ja. Bisher nicht. Bisher nicht. Und Piraten auch nicht. Nee. Und Spaceball Sprite zählt noch nicht für Rogues. Wir brauchten noch einen Spaceball Sprite für Rogues. Boah. Damit wir den mit True Name Nemesis kombinieren können. Ja. Boah, nee. Vor allen Dingen, dann hast du ja Fairy Rogues, das geht ja dann richtig krass. Ja, ja, das geht dann richtig steil. Gut. 1-1. Ja. Da, ja, Saft, da hat doch wieder ein Spellspeller Sprite, paar Basics. Das sieht stabil nach einer normalen Fairy Hand aus. Man spielt halt auch gefühlt jede Fairy viermal und das war's. Ja. Da ist eine Baleful Strix, ein Duel. Jo, mehr kennt man nicht, ja? Ja, ich bin gerade überlegt, dass. Das ist ein Push. Okay. Duel Go, vor allem das blau-grüne Duel. Schwarz-grün. Ja, stimmt. Schwarz-grün nochmal. Scry, ja, Back to Basics kannst du drauflassen. Das ist eine gute Karte dagegen. Haben wir eben gesehen, funktioniert. Mhm. Oh. Es wird beides drunter gelegt. Okay. Interesting. Braucht man dann die. Landfall? Ne, das ist noch ein Sumpf. Das, ja, okay. Hätte man machen können, eigentlich. Aber ich vermute, man denkt hier, dass der Gegner auf keinen Fall zweimal in dieselbe Falle reinläuft. Und ich glaube, Bugchains arbeitet jetzt auch solider gegen Back to Basics. Ja. Es ist halt Bug. Mana Bases sind halt sehr, sehr dual-heavy. Das ist halt leider einfach so. Das ist schwach, glaube ich. Immer so. Ja, okay, und wenn ich überlege, an demselben Abend hat mich ja und hat der Checkpal ja einen random Blood Moon aus dem Angel geschmissen. Ja, 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 ja. Ach, ist halt so. Da kommt der Sumpf. Da ist ein. Ist das? Ah, das ist der wieder mit Flash, oder? Ja, der Flash und der andere Flash-Kreaturen kosten einen weniger. Und, Der ist bekommen. Natürlich auch richtig gut mit der Spellspeller Sprite. Na, kostet hier nur noch eins. Kostet hier nur noch eins. Der selber ist Fairy, das heißt. Er selber ist auch eine Fairy. Ich dachte, er selber wäre dann auch wieder mehr. Das ist ja nur ein Rogue. Moment. Er muss ja irgendwie noch. Human Rogue, okay. Human Rogue, ja, okay. Dann hat man dann für einen Mana ein Daze. Ein uncounterbares Daze. Ja. Da sind die Basics, da kommen all the Basics und da kommt das Fortis. Den kann man Spellspellers bleiben. Ja, oder schmeißt halt den Ding. Ja, stimmt, kann man. Einfach den Spellspellers bleiben. Einfach reinknallen. Nein. Not today. Das ist ein Brainstorm. Du könntest den Push da drauf spielen. Nice. Nee, Push bringt ja im Neon leider nichts, weil es jetzt zwei Fairies, ne? Na, der, genau. Dann resolved da der. Ziehen, der resolved, du darfst trotzdem fortziehen. Da ist noch so ein Scryer, auch ein Black Engineer. Und das, was ganz links liegt, ist irgendeine schwarze Karte. Ja, Sudden Edict. Sudden Edict und zwei von den Flash Dudes. Ja. Da würde ich fast schon. Pleco Engineer. Ist mit Push fast schon gecovert. Dann, keine Ahnung, den Edict. Ja, doch, Edict. Ah, ja, Murderous Cut. Murderous Cut. Okay. Okay, den hätte man aber eigentlich auf der Hand lassen können, weil der braucht auch ewig, bis der. Ja, man arbeitet ja dahin. Also es kann halt relativ schnell und zügig mal zu Ende sein. Das ist einfach noch ein Brainstorm. Pleco Engineer. Bird. Bird is the word. Auf für zwei. Brainstorm. Ja. Yep. Jetzt kennt man halt die Hand. Man weiß, auf der Hand ist kein Counter drauf, kein Removal drauf. Wenn jetzt die Combo runtergelegt wird, ist halt um. Ja, da kommt ja aber noch ein Endurance bei, ne? Das ist natürlich auch uncastbar. Aber End of Turn Brainstorm ohne Fetch. Da ist ein Fetch. Ja, aber man muss ja trotzdem eine Müllkarte nehmen, aber man muss halt Mana-effizient spielen. Ich verstehe das schon.
Kannst du jetzt gleich auf Drop gehen, kannst Endurance reinknallen. Aber ich glaube, er hat noch keine einzige der Karte der beiden Combo-Pieces auf der Hand. Ich glaube auch nicht. Uff. Spielt er die jeweils vier? Ich glaube ja. Gegen den. Wir werden sehen im Deck. Gegen den könnte man auch die Setchmovic dann noch aus dem Sideboard, wenn er so spielt, reinnehmen. Jo, Setchmovic ist eine, glaube ich, im Sideboard oder zwei. Ja, weil dann ist tatsächlich auch noch der Punkt, da kannst du dann auch noch quasi 5 und 6 für die Win-Option. Plus halt immer noch die Chains. Ja. Wobei die Witch funktioniert halt mit den ganzen Cantrippen auch ziemlich gut, weil du ja 1-1er generierst. Oh, Endurance? Jo, das... Ja, man will hier nichts drunter legen, ist Quatsch. Spell Stutter Sprite. Für 3, oh. Ja. Push eine Stride, dann nur noch für 2 und damit wird es nicht gecountert. Wow. Da-da-dam-da-dam-dam-dam. Jetzt wird gerechnet. Aber man kann wenn man jetzt noch eine Flash Fairy hat, die oben drüber flasht, funktioniert der Spell Stutter Sprite wieder. Aber die hat man leider nicht. Schade. Hm. Der wird geblockt. Man kriegt 2 Damage. Genau. Die eines enttappt. Die hätte man drüber flashen können. Die hat keinen Flash. Warum wird die jetzt end of turn angespielt? Die muss Flash haben. Nein, die hat keinen Flash. Das war doch Second Main. Ah, Second Main. Oh nein, wie traurig. Wie traurig. Das hätte so gut sein können. Ah. Aber gut. Ja, gut. Edict. Edict ist richtig gut, weil Edict nehmen die direkt raus. Auch wenn dann... der zweite Push ist natürlich juicy. Okay. Ja, kannst halt Edict ja einfach offen lassen. Ja. Hier wird nicht getradet. Jetzt kannst du halt nächste Runde... Die Hand ist voll mit Removal. Da ist der Typ, der die unkonterbar macht und die günstiger macht. Das ist ein Hull-Breacher. Das kann jetzt wehtun. Yo, vor allem, weil das ein 2-Mana-Hull-Breacher ist. Aber für einen Mana kann man nichts machen. Hm. Den siehst du halt auch nicht, ne? Ja. Einfach wieder rein. Was? Trophy. Oh mein Gott, er kriegt einen Mana. Oh fuck. Oh fuck. Er kriegt ein ungetapptes Basic ins Spiel. Und der Hull-Breacher kostet nur noch 2 und immer noch den Removal offen. Das ist Edict und natürlich den Hull-Breacher. Du hast dir gerade dein eigenes Grab geschaut. Ja, das ist heftig. Gut, man kann es nicht wissen, aber das tut weh. Das tut weh, wenn man das zuguckt. Das war Force, und der ist noch und Konter. Breacher. Ja, ist unkonterbar für 2. Vorher ist auch noch so eine Karte, da könntest du jetzt Force drauf kloppen. Ne? Ja. Und dann noch so ein Dude für 1. Fair. Man hätte sogar beide spielen können und noch das Edict. Ja, das ist Feierabend. Ja, aber das ist Feierabend. Das tut zu weh. Das ist rum. Das ist jetzt... Und da kann man nicht mehr viel machen. Push einen von den Dreiern und dann kriegt man noch 6, 7 Damage. 6 Damage. Ja, 6 Damage. Draw. Und... Shield. Yeah. Ja. 2-1 für Ferries. Aufs bisschen, Maul! Wird schon ein bisschen früher unten gespoilert, leid dafür. Aber ja, mega nice. Ferries gegen Bugchains, sehr, sehr interessant, sehr schöne Plays, sehr schöne Patterns. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch mal so Decks nochmal zu zeigen. Und ja, ich hoffe, ihr hat Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Alex, ciao, ciao.